Freunde, bevor ihr das Video anschaut, wir sind kurz vor 10.000 Abonnenten, deswegen supportet uns gerne, lasst ein Abo da und jetzt viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe gerade eiskalt geduscht. Ich stehe gerade immer so um 7 Uhr morgens auf. Dann trinke ich meinen Kaffee und dann gehe ich eiskalt duschen. Und was noch zu meiner Morgenroutine gehört, ist, dass ich ordentlich viel Wasser trinke. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar Wasser mit Zitrone, einfach für den Kick. Und weil ich mir einbilde, dass es meinem Magen ein bisschen hilft, so die Verdauung ein bisschen ankurbelt und so, ne? Deswegen ballern wir uns jetzt mal schönes Wasser mit Zitrone. Dafür greifen wir uns eine Bio-Zitrone und einen Becher. So einen Becher trinke ich jeden Morgen. Das sind 700 Milliliter, wenn er voll ist. Und da knallen wir uns jetzt noch diese Zitrone rein, und zwar mit einer Zitronenpresse. Nachdem ich eiskalt geduscht habe, ungefähr 1-2 Minuten, gehört das auch zu meiner Morgenroutine. 700-800 Milliliter Wasser mit einer schönen Zitrone drin. Cheers, ich trinke auf euch, Freunde. Was geht ab? Ich muss gleich zur Arbeit, die Sonne scheint, es wird ein wunderschöner Tag. Aber bevor es losgeht, muss ich mein Essen noch vorbereiten. Reis habe ich gestern schon gekocht. Wie ihr wisst, bin ich gerade auf Diät. Ich esse immer so 2-3 Mahlzeiten am Tag. Alles clean, sehr wenig Kohlenhydrate. Jetzt haue ich das Hähnchen in die Pfanne und dann geht es auch schon los in den Tag. Woche 3 meine Diät. Ich muss sagen, Freunde, ich fühle mich wunderbar. Ich habe schon ein bisschen abgenommen. Ich habe bei 110 Kilo gestartet. Aktuell bin ich bei 107, glaube ich. Ich habe mich gestern gewogen, heute noch gar nicht. Aber es läuft auf jeden Fall gut. Ich esse, wie gesagt, so 3-4 Mahlzeiten. Relativ wenig Kohlenhydrate, relativ viel Eiweiß. Und ich fühle mich Bombe. Was soll ich euch sagen? Mein Magen funktioniert. Ich hatte ja immer ein bisschen Magenprobleme auch die letzten Jahre. Das habe ich ganz gut in den Griff bekommen, Gott sei Dank. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich regelmäßig esse, dass ich sauber esse, keinen Mist esse. Und es hat ja alles angefangen mit so einer Kurzschlussreaktion vor 3 Wochen, dass ich gesagt habe, ey, alles Süßes, was ich zu Hause habe, kommt weg. Das wird jetzt ein ganz, ganz krasser Cut. Und ich muss sagen, ich ziehe durch. War jetzt auch die letzten 3 Wochen regelmäßig beim Sport. 3-4 Mal die Woche. Viel Krafttraining, ein bisschen Cardio. Und ja, es läuft. Ich flash mich selbst, wie gut ich reingekommen bin. Und ich hoffe, ihr zieht mit. Ja, könnt mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch gerade aussieht mit Ernährung und Sport. Mir persönlich ist es einfach unfassbar wichtig. Einfach auch wegen dem Lifestyle, wegen dem, was heißt Lifestyle? Einfach wegen dem Leben grundsätzlich. Ne? Ich merke einfach, dass es mir viel besser geht. Ich bin viel vitaler, ich bin viel fitter. Ich gehe morgens kalt duschen, ich komme gut in den Tag rein und fühle mich einfach Bombe. Ich bin eh schon immer so ein bisschen hyperaktiv und stehe auf Menschen. Seitdem ich jetzt auch wieder in dieser Sport- und Ernährungsroutine bin, muss ich sagen, gehe ich den Tag auch ganz anders an, bin einfach viel disziplinierter. Und gerade bei dem, was ich alles leiste, von früh bis spät arbeiten gehen, Videos schneiden, Streetwork, also den ganzen Sozialarbeiterkram und dann natürlich mein Studio. Das ist alles so viel, dass ich mir eigentlich gar nicht leisten kann, irgendwie durchzuhängen. Und mit dieser ganzen Ernährung und dem guten Schlaf und dem Sport pusht mich das einfach brutal. Und ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Zieht durch, Freunde. Macht mit. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren. Den einen oder anderen von euch motivieren. Jetzt habe ich das Hühnchen in die Pfanne, Reis ist vorgekocht und dann geht's ab auf die Arbeit. Ich habe schon meinen ersten Termin gleich. Wir müssen durchziehen. Diesen Winter muss geballert werden, dass wir nächsten Sommer halbwegs gut aussehen. Ich werde 31 im April, ja. Da will ich mal 10 Kilo verloren haben und habe mir das schon ganz, ganz lange vorgenommen, einmal zum Geburtstag halbwegs in Form zu sein. Und am nächsten Geburtstag ist es soweit, Freunde. Ja. Ich kann euch nur einladen dazu, Freunde, gebt mit mir Gas, guckt, dass ihr eure Ziele erreicht, guckt, dass ihr fit bleibt, auch im Kopf logischerweise, dass wir auch nächstes Jahr ein geiles Jahr haben. Und so sieht es nämlich aus. Und wenn ich schon mal 5 Minuten habe, zeige ich euch mal, was ich zum Frühstück dabei habe. Die letzten paar Tage frühstücke ich eigentlich immer so eine Shakes. Da drin sind 50 Gramm Haferflocken, eine Banane, ein paar Nüsse, 2 gut gehäufte Löffel Proteinpulver mit Vanillegeschmack und das war's eigentlich. Ja, da kommt noch ein bisschen Milch rein, ein bisschen Wasser, dann wird das schön flüssig. Geil, kann ich empfehlen. Das ist quasi auch mein Essen vorm Training. Bis ich da bin, ist das Ding leer und dann wird Gas gegeben, Freunde. Auf euch. Wie sieht es bei euch aus, Freunde? Wie frühstückt ihr? Auch so wie ich gerade, also relativ wenig Kohlenhydrate? Oder haut ihr euch gleich morgens die 3-4 Brötchen rein und alles, was dazugehört? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Es ist mittlerweile Nachmittag geworden. Ich war den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings, Teamsitzungen,
das ist Ende des Jahres ganz üblich, dass man eben zusammenkommt und ja, bespricht, was noch gemacht werden muss zum Jahresende, wie zum Beispiel Berichte schreiben. Ja, Freunde, ein Sozialarbeiter muss Berichte schreiben. Man glaubt es nicht, aber es ist wahr. Ich muss jetzt die nächsten Tage und Wochen ganz viel damit verbringen, eben allen möglichen Berichtskram zu erledigen. Und sehr, sehr viel Gremienarbeit, sprich in sehr viele Sitzungen zu gehen, bla bla bla. Langweiliger Mist. Deswegen habe ich die Kamera auch nicht mitgenommen, beziehungsweise es gab nichts zum Sehen. Aber jetzt kann der Spaß beginnen. Ich bin gerade am Alexanderplatz. Heute mal nicht in Schöneberg, sondern hier in Mitte. Und was ich jetzt machen werde, ist schön trainieren gehen, nach der Arbeit quasi, um nochmal ein bisschen klar zu kommen, ein bisschen locker zu werden. Und hier ist auf jeden Fall einiges los. Der Platz ist voller Touris, glaube ich, oder Schulklassen oder so. Ich weiß nicht, ob heute was Besonderes los ist, aber hier ist eigentlich immer viel los, ja. So, jetzt muss ich nur das Fitnessstudio suchen, weil ich habe mich ja beim FitX angemeldet, gehe aber normalerweise immer in Schöneberg trainieren, da wo ich halt auch arbeite. Und jetzt bin ich aber hier am Alexanderplatz und such's. Die Zeit vergeht so schnell. Gefühlt ist morgen schon wieder Dezember und Weihnachten und so. Und alles rast irgendwie, ja. Jetzt muss man natürlich noch einen Haufen Zeug erledigen. Und ich will mich aber nicht von meiner Routine rausbringen lassen. Das heißt, 3-4 Mal die Woche Sport muss auf jeden Fall drin sein. Und das werden wir jetzt durchziehen, Freunde. Auch über den Winter, über diesen kalten Scheiß-Drecks-Winter, ja, wo es immer dunkel ist, werden wir durchziehen. Das heißt, immer auf die Diät konzentrieren, immer Sport machen, Gas geben, dass der Sommer kommen kann, Freunde. Ja, das werden wir jetzt machen. Im FitX am Alexanderplatz. Let's go. Ich hoffe, die Videos gefallen euch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ankommt. Ob ihr das cool findet, immer mal so ein bisschen mitgenommen zu werden von mir in meinen Alltag. Oder was ihr euch sonst so wünscht, ja. So, jetzt gehe ich da aber rein. Ab zum Sport. Halbe Stunde, Stunde Fahrt fahren und dann ist gut.